Okay, immerhin bekomme ich mal ein paar Zenitwürmersteine. Vorhin habe ich kaum welche und habe es mir fast nie angetan. Ja, Apex zu farmen ist aber keine schöne Sache. Also ich hatte Angriff Doppel Plus und Elementangriff hoch. So eine Waffe, die eh schon viel von beidem hat. Okay. Alle sagen E, für ihn ist es eine 9. E ist halt kleiner, das war weiter auseinandergezogen, deswegen. Also hier, weiter auseinandergezogen. Das ist halt das. Für mich ist es auch definitiv eine 9. Ja, wie gesagt, eine umgedrehte 9 theoretisch, weil. Klar, E und 9 sind sich gleich, aber es ist halt ein bisschen auseinandergezogen. Okay, wir haben an sich wieder gerade eben nichts. Das heißt, wir machen noch ein paar Event-Quests. Dann haben wir einfach so ein paar Random-Quests. Und dann können wir ja in der nächsten Runde entscheiden, was wir dann machen. So, Speerspitzenkönig haben wir als nächstes. Puh. Brauche ich aber eigentlich. Muss ich sagen, brauche ich. Ist nicht angenehm, aber ich brauche ihn. Ich habe bloß meine Doppelklinge noch nicht so weit. Das heißt, ich nehme meine Blitzwaffe. Oh je. Oh je, oh je. Mal sehen, wie der funktionieren wird. G-Savage, jo. Ja. G-Savage, jo. Das ist. Tom macht das schon, ja. Wir haben ja Tom. Ach Gott. Ich hoffe, du bist gut dabei. Ich bin sehr gespannt, wie der laufen wird. Der ist schon okay. Ja. Sagt ihr das mal nur. Ich nehme mal zwei Fallen und Beruhigungsbomben und sowas mit. Was gibt's denn noch so alles? Fleisch könnte man mitnehmen. Bomben? Will jemand einschläfern? Ich meine, man kann ihn ja relativ leicht einschläfern. Ich nehme mal zwei Bomben mit. Vielleicht auch nicht. Okay. Bei Nemo gibt es eine Eventrüstung, glaube ich, mich zu erinnern. Das ist nicht gut. Weil das bedeutet, dass der wahrscheinlich noch mal ein bisschen fiese ist. Ist Endgame-Equip erlaubt? Was ist für dich Endgame-Equip? Maximal 1000 Stärke. Also 1000 Schaden. Das sterbe einfach. Ja, wir werden sehen. Oh, so viele kann ich. Ah, nee, kaufen eine Box. Okay, passt. Sagt er, Tom fällt tot um. Ja, ich hoffe nicht. Er singt eh gerade im Angebot. Komm, gib mir 99 große Fässer. Und pack sie in meine Box, die nicht größer ist als so ein Fass. So. Also ich gehe jetzt bloß mal davon aus, dass jemand Schlaf mitnimmt, ne? Warte mal, hä? Hätte ich es nicht gerade eben schon machen können? Wieso kann ich denn jetzt L plus machen? Wieso kann ich normal keine normalen Fassbomben? Ich habe mir Fassbomben L gekauft, okay. Ja gut, dann. Das habe ich jetzt gerade nicht realisiert. Ich dachte, ich hätte Fässer gekauft. Fassbomben L ist ja genauso in Ordnung. Maximal 1000 Schaden. Wir sind alle drüber, wenn wir Elementarangriff dazu zählen. Nee, 1000 Verteidigung. Ja, so ist das. Ich bin ja auch drüber. Ja. Ich bin easy drüber. Das ist. War Rüstung. Wir haben ja gesagt 1000 Rüstung maximal. Ich mal Schütze, wird mich vermutlich den Hals kosten, aber mal sehen. Ja, wie gesagt, 1000 Schaden ist ja Blödsinn. Wobei, es wäre interessant, aber das lassen wir. Wir hatten es hier ja mit anderen Methoden. 1000 Schaden wäre vor allem für Morphax und GS etwas fies. Ja, ich habe gerade eben. Ich war bei Jen und habe theoretisch Stärke, Waffenstärke und Rüstungsstärke verwechselt. Dragon bricht die Regeln, ja. Deutlich. Du kannst. In 4 Ultimate kannst du bloß mit ganz bestimmten Waffen auf dem G-Rank die Regel 1000 Schaden nicht brechen. Das ist. Vielleicht Sword und Shield und sowas oder Doppelklingen haben keine 1000. Aber dass hier ja auch noch anders berechnet wird. Ja, wie Darth Plagueis schon gesagt hat, ist halt für die schweren Waffen das ultra fies. Deswegen passt es ja aber vollkommen. Und Hallöchen Blobfox, schön, dass du dabei bist. 1000 Rüstungsdef ist, glaube ich, ohne Buff unmöglich. Ja, damals hieß es, dass es easy erreichbar ist und wir haben es einfach mal so gelassen. Dann sind es halt keine Cheat-Rüstungen. Ja, man sieht 700, 718. Na, ich bin gar nicht so weit entfernt, muss ich sagen.
Also ich dachte eigentlich, dass ich weiter drunter wäre mit meiner Rüstung. Ja, schön. Schön, dass das doch so gut passt. Ich werde mir trotzdem noch eine neue Rüstung machen. Vielleicht wieder mit dem Ohrring dann später eine, falls es den wieder gibt. Den schwertheiligen Ohrring. Das wäre wieder ganz schön. Doppelklingen mit über 1000 Schaden wären viel zu OP. Ja, das ist es. Ich habe Fleisch dabei. Ah ja, okay. Habe ich nicht gelesen. Sehr schön. Das freut mich zu hören. Darth Plagueis hat ja auch ein paar dabei. Fast jedes Set von mir ist auf 800 Death, okay. Na gut. Wo gab's nochmal starke Rüstkugeln her? Keine Ahnung. Zweifelsweise aus dem Vulkan. Oh, wärst du nicht bereit? So, los geht's. Oh Gott. Habe ich Nullbären dabei? Ich hoffe es. Also, wenn auf jeden Fall noch ein paar. Auf der Hochzeitsreise wollte ich meiner Angetrauten einen besonderen coolen Ort zeigen, aber irgendwie ging alles schief. Ich werde hier verfolgt. Bitte frei uns aus dieser missligen Lage. Okay. Die missliche Lage ist, dass ihr einen Savage Devil You gefunden habt. Na toll. Stargusskugeln, Vulkan und Himmelsberg MG. Ja, hab ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt. Wie gesagt, zweifelsweise immer im Vulkan. Wundervolle Hochzeitsreise, ja. Das ist toll. Wollte ich noch irgendwas nehmen? Ich glaube nicht, ich habe ja nichts. Ich dachte eigentlich, dass ich irgendwas nehmen wollte, aber nee. Oh Mann. Hey, Baikoma. Das wird die Sache nicht einfacher machen. Was war das denn für ein komisches Brüllen? Au, ja, wenigstens nicht angeschlabbert. Oh, ja, schlimmer. Schlimmer als angeschlabbert. Lass mich runter. Du alter blöder wilder Reihang. Ja, geht eigentlich vom Schaden her, ist aber halt auch gerade nur nicht aggro. Aber dass er damit jetzt... Hätte ich irgendwie nicht gedacht, dass er damit dann jetzt mich schon pinnen kann. So eine einfache Pin-Attacke dann zu haben. Okay, das ist bloß so ein Hauch. Das ist ja interessant. Das kannte ich jetzt auch nicht. Ja, der geht nicht wirklich nach vorne. Und der braucht eine ziemlich lange Aufladezeit. Und der zeigt es ja an. Oh, da haben wir schon das erste Fleisch. Das macht er voll oft. Ist aber interessant. So, das kannte ich jetzt halt noch gar nicht. Das war sehr blöd. Da ist er ziemlich weit nach hinten gegangen. Den Angriff kenne ich als Pin. Aber das war ja gerade bloß so ein Anstupsen. Oh. Ja, wie gesagt, hat er gerade eben noch nicht wirklich viel Schaden gemacht. Okay. Und da schläft er. Und Susanoo ist dabei. Okay. Und dann willkommen in der Halle. Weit vom Rot entfernt. Okay. Oh Gott. Kein Problem, Kuma. Das ist, passiert immer mal wieder, dass es dann irgendwelche Serverprobleme oder sowas gibt. Ist überhaupt nicht schlimm. Ist es halt gerade eben schon jemand anders reingekommen. Aber wird ja eigentlich eh bloß von der Quest noch da sein. Also Susanoo, du wirst dann eh durchgewechselt, ne? Beim nächsten Wechsel. Oh Gott. Deswegen, du kannst auch nochmal raus und... Ja, schon wieder. Oh, das ist echt eklig, dass es einfach bloß dieses nach vorne knabbern ist. Das wird es Schaden machen. Das wird gut Schaden machen. Ja, komm schon, komm schon. Ich gehe nicht drauf hier. Ja, wobei doch. Vielleicht. Wir werden sehen. Okay, danke. Susanoo ist weg. Okay. Dann kannst du wieder rein, Kuma. Es ist so schön, wenn man den Leuten mal sagt, wie es eigentlich ist. Oh shit, ich will nicht durchgewechselt werden. Was tust du da, Devil Yo? Bist du zu blöd, um eine Kante runterzuspringen? Nee, scheinbar nicht. Ist er eigentlich schon... Nee, ist er noch nicht. Das ist das nächstgrößte Problem. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Bin aber einen halben Kilometer zu weit nach drüben gesprungen. Ja, schade. Okay, solange ich das anstupsen kommt, lass mich doch mal in Ruhe. Was ist denn los mit dir? Oh Gott. Das war sehr knapp. Auf dem Weg, okay. Mal sehen, ob wir es schaffen, zu dritt. Ich habe ja irgendwie noch ein schlechtes Gefühl dabei. Ah, Tom ist wieder drauf, okay. Das könnte alles entscheiden.
Wir werden sehen. Okay, da liegt er jetzt auch mal. Na also. Er wird aber, denke ich, gleich auch aggro werden. Geh mal weg, Eodray. Du störst. Okay. Schafft ihr, Tom ist ja noch da, ja. Und du bist aggro. Bist du aggro? Ich sehe es gar nicht. Jetzt vielleicht? Ja, jetzt vielleicht. Nice. Sehr schön. Also er liegt... Liegt er schon wieder? Nee, Tom ist aber bloß... Er reitet ihn auch ohne die Reitfähigkeit zu haben gerade. Da ist aber mal schön explodiert, was hier alles so passiert, ne? Oh Gott, aua. Ja, ha, 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 ha. Wieso? Das ist das dritte Mal, wo ich gepinnt bin. Ah, das ist das andere Pinnen, okay. Oh, hat jemand... Dankeschön. Lebenspulver wäre auch nett gewesen, aber so hat es auch funktioniert. Ja, danke. Meine Güte, das war richtig knapp. Ja, wie gesagt, das dritte Mal pinnen, das war jetzt aber ein anderes. Das war nicht dieses Rumwedeln. Und das hier macht deutlich mehr Schaden. Wobei, auf der anderen Seite, er ist jetzt natürlich auch aggro. Ist klar. Ist klar, dass das mehr Schaden macht. Oh, darüber, okay. Er ist hungrig, ja. Merkt man. Hungrig auf mich. Was tust du? Nein, Tom! Oh Gott, nein. Okay, gut. Du hast eine Dunkelbombe dabei gehabt. Toll. Ich komme rein und sehe mein Hassmonster, ja. Zu knapp für meinen Geschmack, für meinen auch. Das war... Vor allem, es war halt keine Dungbombe oder... Huch! War nicht gerade noch zu uns gedreht? Das sah komisch aus. Und Hallöchen Zockerprofi und natürlich Hallöchen Killer. Schön, dass du dabei bist. Wieso benutze ich nicht die Zielkamera? Fühlt sich für mich unnatürlich an. Ich mag's nicht. Deswegen benutze ich sie nicht. Ich habe lieber gerne meinen... Ja, so... Den... Dir den ganzen Kampf im Visier und ich bin es auch gewohnt, einfach die Kamera alleine zu drehen von damals, deswegen passt das schon. Okay. Zockerprofi, steht alles unter dem Stream. Ich dachte nicht, dass ich dir das nochmal erklären muss. Du solltest eigentlich lang genug dabei sein, dass du das raus hast. Okay. Das hat leider nicht so funktioniert. Oh Gott. Da bin ich gerade noch am Schwanz vorbeigekommen. Meine Güte. Oh Gott, ihr beiden seid nicht gerade eben fit. Nein. Ich dachte nicht, dass er dich trifft. Schade. Was gibt das denn? Okay, er kann noch mal zielen, wo er hin will. Oh Gott. Tom ist gestorben. Wie sollen wir jetzt durchkommen? Oh. Nein. Böser. 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 Oh Gott, nein. Wo ist denn hier der Ausgang? Kann ich hier... Gott. Was ist denn los? Danke, danke. Oh Gott. Danke, Darf. Meine Güte. Puh. Okay. Er hat den Zustand nicht mehr. Ist aber auch gerade eine knappe Sache, ne? Die ganze Zeit. Ich habe eigentlich nach dem Ausgang gesucht. Ja, ja, einer hat einen DC. Leider. Okay, da liegt wieder ein schönes Fleischchen. Ist aber wieder... Ist ein Parafleisch, ne? Oder sehen die alle gleich aus? Och, hat gar keinen Bock auf das Fleisch. So kurz überlegt, so, soll ich? Nee. Hi, ne? Okay. Meine Güte. Ja, er war Türsteher und wollte mich nicht durchlassen, ja. Mit der Rüstung kommst du hier nicht rein. Das ist... Gott, das ist heute viel zu knapp bei ihm gerade eben. Viel zu knapp. Wie, Dragon ist am Sterben? Dragon ist eben nicht am Sterben. Nicht mal das Lebenspulver wäre notwendig gewesen, weil ich keinen Schaden kassiert habe. Also von dem her, jetzt aber. Oh nein, ich hab's vergessen. Oh, jetzt werde ich aber drauf gehen. Ah, Mist, geht das? Nee. Ah, ich habe die Panzersamen vergessen, verdammt. Hüp, okay. Da nochmal drauf. Vielleicht liegt er bald wieder. Ich meine, er ist ja nicht unbedingt stabil. Klingt komisch, aber ich meine, zweibeinige Monster fallen meistens öfters um als vierbeinige. Das ist echt dämlich, ja. Dann habe ich auch überhaupt nicht mehr gedacht. Na, wir werden sehen. Das war's dann. Oh, meine Rettung. Danke, mein Retter. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe jetzt nur, dass ich nicht fünfmal angesabbert werde. So ist es halt, wenn man gescheite Leute dabei hat. So.
Wo kam denn der Io-Prey her? Wie er einfach angeflogen kam, wow. Nein, du... Ach, Mann. Toll. Es war doch eine andere Jo mit der Eventrüstung. Gibt es zwei Jos? Ich hoffe nicht. Ist da gerade... Ach ne, es war so ein Stein. Was ist denn los? Mann, lass mich doch in Ruhe. Vergiftet, Drachenelement, hier rausgeprügelt, meine Güte. Das Spiel hat gerade was gegen mich, ne? Jetzt habe ich auch noch so einen dämlichen Gifteffekt. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Oh Gott. Ja, von der Rare her ist alles erlaubt. Das ist... Den Teufel werde ich tun und irgendwelche Restriktionen machen bei einem Savage Devil Yo beim G-Rank. Das ist keine gute Idee. Es ist ein fieser Angriff, definitiv, den er da so neu kann. Aber er sieht einerseits auch dämlich aus und auf der anderen Seite ist er auch nicht so stark. Also von dem her, sie haben ihn fast schon schwächer gemacht, weil man kann schon relativ gut damit klarkommen. Naked only, ja. Ich bin Debuff-Magnet, ja, scheinbar. So, und weg. Also wieder Agro, toll. Aua. Nein, das wäre schon wieder Dings gewesen, oder? Nee, das war nicht der Pin-Angriff. Dwayne kommt rein und wird gleich wieder rausgeschmissen. Da, das. Ja, okay. Sagte ich gerade eben noch, dass es einfach ist aus... Oh, ich habe zu lange gewartet. Okay. Wow, ich war beinahe drauf gegangen, weil ich eigentlich zu lange gewartet habe. Aber hat gepasst. Dankeschön. Nein, lass mich doch in Ruhe. Was ist denn mit mir? Mann. Man könnte fast meinen, ich hätte eine Regius-Rüstung, ne? Quatsch, eine Zinogre-Rüstung. Also, der Effekt, dass die Monster einen öfters angreifen. Er hasst mich. Er humpelt doch nicht. Humpelt er? Ach, nö. Ach, ich hab's kommen sehen. Ich konnte aber auch echt nichts tun. Lass mich doch in Ruhe. Was ist denn los mit dir, Mann? Wow. Wie übertrieben einfach. Das war eine Instant-Death-Combo und ich konnte nichts tun. Ach, der Monster-Magnet, ja. Ah, das war richtig ätzend. Selbst liegen bleiben hätte nichts gebracht. Ach, Mann. Ihr würdet nur spielen, ja. Es ist ein tödliches Spiel. Gibt's hier irgendwas Schönes? Natürlich nicht. Ah, das nervt mich gerade echt, muss ich sagen. Dass ich da jetzt so blöd draufgegangen bin. Keine Death-Counter, Gamma Reaper. Ja, schaffen tun wir die Quest auf jeden Fall noch, denke ich. So viel wird er jetzt wahrscheinlich nicht mehr aushalten, aber... nervig ist da jetzt ja schon gewesen, dass er halt mich so blöd umgekombot hat. Ja, okay, du kommst runter. Nee, du kommst eben nicht runter. Wo bist du denn? Hä? Was macht der? Der ist aber auch merkwürdig, ne? Au. Hey, das hat mich aber diesmal nicht... Was zur Hölle tust du? Hör auf damit. Banio. Böser Banio. Ganz, ganz böser Banio. Mach keinen Scheiß hier. Naxe könnte mir nämlich echt auf die Nerven. Ich habe echt die Schnauze voll langsam. Ja, okay. Solange es nur das ist. Nur der Schrei. Alles in Ordnung. Aber es könnte gleich wieder ein schöner Drachenangriff kommen. Das reicht niemals. Schade. Savage Banio, ja. Er ist auf jeden Fall Savage. Ja, hohoho. Da ein schönes Stampfen. Ist kein großes Problem. Das wieder... Wie gesagt, da stampft er erstmal 10 Minuten lang rum und dann macht er halt so einen geraden Angriff. Er geht halt weit, klar, aber er ist nicht unbedingt so stark, weil er ihn sehr, sehr schnell oder sehr früh anzeigt. Gut, okay, wenn er damit einen komplett campt oder halt stalkt, ist eine fiese Sache. Ansonsten... Na gut, dass es nicht gesabbert hat. Das ist damit das Gefährlichste. Ich dachte, er schwingt nochmal ein bisschen raus. Also ich dachte eigentlich, dass ich getroffen werde. Hat aber zum Glück gepasst. Oh Gott. Geh am besten... Ja, genau. Gute Entscheidung, das Gebiet zu verlassen. Oh, bloß blau. Ah, nicht gut. Nicht gut. Okay, er geht nicht in meine Richtung. Da, das zum Beispiel. Das hat mir genügend Zeit gegeben, um einfach abzuhauen. Und jetzt bekommt er mich nicht mehr. Das Imperial March Theme wäre irgendwie lustig von Savage Yo, ja. Irgendwie schon, aber er hat's ja teilweise. Oh, meine Güte. Oh.
Ja, ich weiß nicht, welche Phase besser ist. Die, toll. Die Phase oder die andere? Er hat mich gar nicht, hä? Interessant. Eigentlich dachte ich, dass der Angriff mich angeschlabbert haben soll. Nicht schon wieder, was ist denn los? Ja, jetzt bin ich angeschlabbert. Oh, und jetzt bin ich tot. Jetzt habe ich die Verteidigung runter. Ja, aua. Na, komm schon. Ein, oh, danke schön. Oh, wieso ist das denn heute so knapp? Was ist denn los? Ach Mann, ich will nicht mehr. Mach Falle. Wieso? Also noch hat er nicht angezeigt, dass er humpelt. Und zu dritt. Nach 10 Minuten, na knapp 15. Er könnte jetzt. Aber ist definitiv nicht gegeben. Ja, das ist schon wieder aggro. Toll. Na, schnell mal darüber. Da wollte ich definitiv nicht in die. Dragon, wieso hast du immer so gefährliche Freunde? Das ist definitiv nicht mein Freund. Glaub mir. Wenn man das so sieht, könnte man denken, Monstern ist ein Survival-Game geworden. Es ist... Wow. Wow. Einfach nur wow. Ich komme rein, bekomme halbe Leben Schaden und gehe wieder. Ach, Mann. Das ist mein Leben. Schade. Sehr, sehr schade. Instant rauskicken immer, ja. Wieso steht er auch immer direkt dort? Was ist los mit dir, Rayang? Ach Quatsch, Rayang. Devil you, Bunny you. So, jetzt. Jetzt haben wir's. Ach Gott. Na, das war knapp. Okay, dadurch. Wunderbar. Das hast du von, wenn du mich nicht als deinen Freund bezeichnest, ja. Okay, du bist mein Freund. Oh nein. Nein, nein, nein. Okay, passt. Und Cacto Grosso, vielen Dank für den Follow. Sehr freundlich von dir. Genau, sieht gut aus. Habe ich gerade rüber geguckt. Der Name war nicht so kompliziert, dass ich... Okay, da humpelt er. Wir können ihn eigentlich fangen, oder? Fangen wir ihn? Dragons Jägerleben. Kommt ins Gebiet und wird direkt wieder rausgehauen, ja. Time to capture, ja. Oh Gott. Nein, was? Nein. Und wir waren schon drei... Ja, ich bin das zweite Mal gestorben. Nee, aber warte, wer noch? Ah, schade. Sehr, sehr schade. Ah, so close. Okay, blöd gelaufen. Blöd gelaufen. Tom ist auch mal gestorben, stimmt, genau. Der ist direkt hinter mir aus dem Gebiet gekommen. Ja, klar. Ah, richtig schade. Ja, es wäre aber bloß nur die Falle gewesen. Na gut, machen wir den nochmal schnell. Und dann ist die Runde eh vorbei. So. Was ist gerade passiert? Ich komme nicht hinterher. Er hat das Gebiet gewechselt und... den da. Der Devil hat das Gebiet gewechselt und Darf ist hinterher. Und er hat dann halt Darf direkt angesprungen, als er aus dem Gebiet rausgekommen ist. Weil das Monster ja immer hinter einem spawnt. Das Monster spawnt ja immer wieder oder immer weiter rein. So, Niklas. Auch an dich vielen Dank für den Follow. Ich weiß gar nicht, hattest du mir nicht schon gefollowt? Bin mir gar nicht sicher. Okay. Diesmal probieren wir es mal zu viert, dann sollte das auch ganz gut gehen. Hättest du auf mich gehört? Was hast du gesagt? Was? Das war doch viel zu früh, die andere Falle. Das war doch viel zu früh. Ich hab zuerst gewechselt, okay. Ja, aber ist ja egal. Achso, du hast... Ach, du hast zuerst gewechselt. Ja, okay. Ist aber trotzdem so. Selbst wenn ihr gleichzeitig gewechselt hättet. Glaube nicht. Meinst du, das ist Dings? Hätte geklappt, glaub mir. Ja, ja, die Asam nehme ich mit. Keine Sorgen. Sternritter, ja, ich weiß nicht. Ich muss sagen, schon aus Prinzip mag ich nicht solche... solche Rüstung, die halt jeder nimmt.
Diamantsamen habe ich noch ein paar dabei. Was wollte ich jetzt mitnehmen? Klar, ein paar noch Diamantsamen noch. Achso, Honig, genau. Das war's. Ah, ich habe wieder keinen Honig. Großartig. Ach, Mann. Ich sollte eigentlich noch welchen unten haben. Das passt dann. Na, ich denke, mit den Panzersamen, Nullbeeren habe ich noch ein paar. Nein. In World würden bestimmt alle als Aloy rumrennen. Na, wahrscheinlich. Standard ist Mainstream da sehr stark. Ja, schon, aber das ist halt Mainstream. Das ist so... Es ist wie die, wie hieß sie? Goldbazier-Dios-Rüstung. Du bist da so wie ich. Lieber das nehmen, was uns keiner nimmt. Es ist halt auch... Ja, es ist halt ein bisschen blöd. Ich wurde kein einziges Mal angesammelt, ne? Okay. Yagi-Rüstung. Nee, ich werde mir wieder meine eigene machen. Ich weiß auch nicht, welche die Star Knight hat. Oder welche Fähigkeiten die Star Knight hat. Könnte ich mir mal angucken. Aber ich habe da jetzt nicht so das Bestreben drauf. Vielleicht werde ich mir aber eh wieder eine machen mit dem Links, mit dem schwertheiligen Ohrring. Und dann brauche ich eh irgendwas anderes. Oder kann mir eh irgendwas anderes aussuchen. Wir werden sehen. Aber ich werde mir wahrscheinlich eher wieder eine eigene Rüstung machen. So, die Karte von mir aus. Und dann probieren wir ihn nochmal. Mal sehen, was diesmal besser läuft. Wir werden sehen. Ihr versammelt euch dort hinten schon mal. Ja, den gibt es nicht, echt? Pistolschubschärfe plus 1, ruhige Hand, Scharfschwerten fechten. Wehe Gott, Herausforderer, okay. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Oh Gott. Da rastet er gleich mal richtig aus. Hilfe. Mixsets sind cool, aber manchmal sind sie halt auch ziemlich hässlich. Das ist, ja. Es muss halt auch ein schönes Mixset dann dabei sein. Vielleicht werde ich es nicht mehr machen, vielleicht nicht. Skills sind halt schon ziemlich gut. Aber wieso gibt es einen schwerteiligen Ohrring nicht? Was gibt's dann, denke ich, theoretisch? Besorgschaftsatz hier nicht, okay. Was gibt's dann aus der Arena? Was ist dann theoretisch die Belohnung von der Arena? Aber bei Storstoff kann man wahrscheinlich draus machen. Okay. Aua. Wie deine nachher sehen. Wenn du reinkommst, Delta Killer, dann schon. Es gab eine sogenannte Handwerkerbrille, was? Du bist drauf, ne? Ja, okay. Passt. Noobs, benutzt du Sternritter. Das ist so dämlich, das zu sagen. Wieso benutzen nur Noobs Sternritter? Das ist... Okay. Ah. Viel zu knapp. Ah, gut, okay. Hat mich nicht unbedingt interessiert, gerade im D-Angriff. Nein, Kuma! Oh Gott. Okay, passt. Ich wäre eh nicht auf dem Lebenspulver gewesen. Und da liegt er, na also. Wobei ich gar nicht gesehen hätte, dass du ihn angesprungen hast, aber hey. Das machen wir jetzt gerade mal nicht. Gib dir Bombardier und schnell Fallen legen. Die Brille? Wieso heißt die dann Handwerkerbrille? Die ist ja dann voll schlecht. Okay. Nein, falsche Richtung, verdammt. Ich muss mich aber wieder ein bisschen mehr hier drauf konzentrieren, nicht so sehr auf den Chat. Was tust du? Okay, geht einfach weg. Passt. Passt mir. Meistens rennen mit Mixsets rum. Naja, schon. Aber deswegen ist die Sternenritter-Dings. Ist die Sternenritter nicht. Ja, keine Noob-Rüstung. Okay. Heute ist es aber auch sehr, sehr eng immer, ne? Das ist auch der Angriff gerade wieder. Super enge Sache. Wow, durch den Berg durch, ne? Sowas macht man nicht. Banio, sowas macht man nicht. Nein, nicht auf mich. Aua, Hilfe. Hilfe. Okay. Nein, ich will doch nicht. Nein, lass mich doch da raus. Ach, Mann.
Das war gerade richtig blöd, dass da dieses Loch war. Ja, solange das immer einfach bloß vor mich machst, ist alles vollkommen in Ordnung. Und Tom ist schon wieder drauf. Wow. Das ist gerade ein bisschen krass. Ich habe noch nicht mal Stärke verloren. Sein Gesicht sieht immer so freundlich aus, wenn er wütend ist. Ja, auf jeden Fall. Er ist aber die Freundlichkeit in Person. Ja. Ich habe die Goldplatz-CADs-Rüstung benutzt und ich habe nie jemanden mit ihr gesehen. Ich muss 3U auch solo auf dem 3DS spielen. Ja, dann ist klar, dass du niemand gesehen hast. Aber es lief früher immer jeder mit rum. Zumindest mit dem Kopf. Du hast überall den Anubis-Kopf gesehen. Oh Gott. Ah, okay. Dungbomben sollte man echt mitnehmen bei ihm, muss man schon sagen. Wäre gar keine verkehrte Sache. Dankeschön. So, weg. Ja, was tust du? Okay. Da hat er ein bisschen Denkpause gebraucht. So, was genau habe ich jetzt eigentlich vor? Brauchst du Dingskuma? Oh Gott. Brauchst du Panzersamen? Ja, was tue ich denn? Meine Güte. So. Jello, was zur Hölle machst du von Countdown? Jello, bitte hör auf oder es gibt einen Timeout. Wow. Huch, der pinkt. Warum? Was ist... Was? Was war das mit dem Ping? Ach, da sind die Dings. Jetzt verstehe ich. Ja, okay. Passt auch so. Man kann ja auch... Ja, yeah, okay. Ich hab's verstanden. Kuma interessiert's aber überhaupt nicht. Verteidigung runter. Egal. Mach ihn auch so platt. War aber bloß ein Troll-Countdown. Das ist... In der Höhle ist das... Oh, wow. Dass das nicht getroffen hat. Das war sehr, sehr eng. So. Ich lass mal eine Runde springen. Hat was Langeweile? Ja, dann können wir dich auch timeouten. Dann belästigst du uns wenigstens nicht mit der Langeweile. Weil das geht dem Rest der Leute sehr auf die Nerven. Du kannst auch irgendwas anderes machen. Du musst ja nicht zuschauen, Jello. Du darfst gerne einfach gehen. Wenn du solche Aktionen nochmal machst, dann mache ich es dir sehr viel einfacher zu gehen. Ich habe keinen Bock auf sowas. Okay, oh. Ja, kannst nochmal... Ja, kannst nochmal... genauer zielen. Aua. Das tat ziemlich... Oh Gott. Wie ist denn Tom jetzt gestorben? Und Kuma hat halt immer noch Verteidigung runter. Das sah gerade eben sehr buggy aus. Sehr komisch, wie er da so entlang gegangen ist. Ja, jetzt kannst du das mal lassen. Nein, ich bin gehechtet. Oh Gott. Puh. Nein, was ist denn... Wieso ist er gerade in dieser Höhle drin? Ich hasse das gerade eben. Die Höhle ist ein furchtbarer Ort für ihn. Dankeschön. Mal schnell eine Nullbeere reinhauen. Meine Güte. Weil alles, was er macht, ist einfach ein kompletter Raum. Oder geht halt auf den kompletten Raum. Das stresst mich gerade eben schon ziemlich. So, da liegt er ein bisschen. Können wir jetzt ein bisschen draufhauen. Na, also. Du hängst auch für Recht und Ordnung. Ja, so muss es sein. Ich glaube, du brauchst mega Sprintsäfte. Ach, das geht eigentlich. Mit der Ausdauer geht das mehr oder weniger. Warum nimmst du den weiblichen Charakter? Wieso nicht? Ich hatte Lust drauf. Hier in 4 Ultimate hatte ich bzw. habe ich was Besonderes vor, was jetzt auch schon ewig auf sich warten lässt. Oh Gott, nein. Das war nicht das. Ich wollte die Waffe wegpacken. Wieso hatte ich denn meine Waffe? Ja, toll. Mann, ich wollte meine Waffe wegpacken, aber da war halt das Erdbeben. Deswegen hatte ich sie ja schon weggepackt. Ja, wie gesagt, ansonsten eigentlich auch ein Gen. Aus Jux und Tollerei, keine Ahnung. Das interessiert mich eigentlich nicht unbedingt. Okay. Da
Damit habe ich nicht gerechnet und ich dachte, ich stand da weit genug hinten. Ah, jetzt haben wir wieder bloß ein Leben. Was ist denn los? Da, dem läuft es aber auch überhaupt nicht, muss ich sagen. Das ist... Wir kommen... Na, ah, ich habe keinen Ältesten oder keinen... Uralten mehr mitgenommen. Ach, toll. Ich bin immer noch gespannt darauf, was du seit Folge 1 vorhast. Ja. Bald. Bald, mein lieber Zockerprofi, bald. Was fährst du mit Öffis? Warte, was mit öffentlichen? Und mit dem Auto. Öffentliche. Ich wohne aber bloß 5 Minuten von meiner Arbeit entfernt. Hey, Diamantsamen. Der wird viel bringen. So, nehme ich mal kurz das gebratene Steak. Muss ja was Riesiges sein, solange es wie es dauert. Ah, je. Okay. Können wir jetzt vielleicht das Ganze ein bisschen besser angehen? Zumindest ich vor allem. Ich will jetzt nichts gegen irgendwelche anderen Leute sagen, aber ich habe mich halt gerade wieder blöd angestellt. Aber es, wie gesagt, es war auch echt stressig dort drin in der Höhle. Das war keine ganz so nette Sache. Was? Wie? Was? Er hat mich mit seiner Schweifspitze geblockt? Was ist das denn für ein Blödsinn? Hä? Er hat mich nur angestupst. Also, das war merkwürdig. Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Das ist ein hungriger, brutaler Dino. In dem Gebiet erstmal ein Steak mit Bratensoße genießen, ja. Natürlich. Guck mal, hat immer noch Death Down. Ich glaube, es ist schon wieder. Aber wird halt auch nicht getroffen, ne? Und da humpelt er. Na, also. So. Diesmal keine Fehler erlauben. Oh Gott. Was ist das denn? Wieso dreht er sich denn um, bevor er dann... Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Aua. Nein. Böser. Böser Devil-Jo. Komm schon, geh einen Schritt nach vorne. Geh doch einen Schritt nach... Ja, danke, du blödes, hässliches Vieh. Mann. Gott. Ja, aber wieso dreht er sich denn um? Und geht dann weg? Das ist doch totaler Blödsinn. Oh, meine Güte. Okay. Ja, wie geil der verschwunden ist. Das hat er aber vorhin schon mal gemacht. Das ist so sein Move. Das hat es... Huch. Hä? Hä? Was? Hä? Er war in der Falle, ich habe eine Bombe drauf geworfen. Hä? Wieso ist er jetzt tot? Was ist denn hier los? Ich verstehe es echt nicht mehr. Wieso ist er jetzt gestorben? Hat nur jemand draufgehauen währenddessen, oder wie? Du brauchst 2 Bomben zum Fangen. Ich habe sie ja gerade geworfen, aber er ist ja umgefallen bevor. Vermutlich in der Falle verstorben. Ja, aber die Falle macht doch keinen Schaden. Vor allem hatte ich auch eine Bombe geworfen und unsere beiden Bomben haben getroffen. Ja, ich habe eine geworfen. Klar habe ich eine geworfen. Aber wie Kuma gerade ihm gesagt hat, hat er auch eine geworfen. Ich hätte ja die zweite davor auch geworfen. Von dem her, ich dachte nur nicht, dass jemand währenddessen draufhaut. Meine Güte, Gamma Reaper. Ist mir schon klar, dass ich nur eine geworfen habe. Nur wie gesagt, er sollte nicht umfallen währenddessen. Oh, wow. Handwerk plus 5, 2 Slots. Ist besser als das. Ich habe versehentlich nur draufgehauen, okay. Das erklärt das. Ja, dramatisch ist es nicht. Es ist nur, mich nervt es nur, wenn dann... Ja, ich weiß, dass ich eine Bombe geworfen habe. Ich weiß, dass es nur eine war. War zu viel Beruhigung, ja. Der Rückstoß der Bombe, oder der Aufprall der Bombe hat ihn getötet. Okay, wir haben wieder das E. Wir haben eine Hydra und ein Haus mit Gartenzaun.
oder sowas. Oh Mann, aber wenigstens ist er tot. Das ist ja schon mal die wichtigste Sache. War die Giftbombe. Na also, haben wir ihn erledigt? Ich muss mal gucken, habe ich Krallen bekommen? Weil die brauche ich halt relativ dringend. Na, schauen wir mal.